Da ist es ein bisschen anders aufgebaut als an den typischen deutschen Unis. Wie gesagt, vom Ruf aber sehr gut. Genau, du kannst nur im Sommer ein Praktikum machen, wenn überhaupt. Die Anzahl der deutschen Studierenden wiederum ein bisschen geringer ist. Vom Ablauf vom Studium ist es so ganz klassisch. BWL studieren an der Uni Maastricht, lohnt sich das? Darum geht es im heutigen Video. Wir werden dir vorstellen, wie der International Business Studiengang an der Uni Maastricht abläuft, wie du dich darauf bewerben kannst, was es kostet, was die Vor- und Nachteile vom Studiengang sind, wie du dich engagieren kannst, wann du Praktika machen kannst und. Und werden dir natürlich auch eine klare Empfehlung geben, ob wir dir ein BWL-Studium an der Uni Maastricht empfehlen oder nicht, insbesondere wenn du eine Karriere machen möchtest in Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity etc. Jonas, warum können wir zu dem Thema ein, zwei Sätze sagen? Ja, wir haben gemeinsam Pumpkin Careers gegründet, arbeiten heute mit über 850 Studierenden im Rahmen von unserem Coaching-Programm zusammen. Das heißt, wir sind im engen Austausch mit diesen Studierenden und ja, begleiten die teilweise über Jahre, bekommen das sehr, sehr genau mit. Auf der einen Seite natürlich praktisch, wie gut kommen diese Studierenden voran an den verschiedenen Hochschulen, haben auch einige Programme, die da praktisch in Maastricht studieren, arbeiten dann auch immer mehr Unternehmen zusammen, die uns natürlich auch Feedback geben, was beispielsweise die Hochschulen, die Universitäten sind, die sie besonders gut finden. Und dementsprechend haben wir da, können wir da eine gute Einschätzung auf jeden Fall geben. Die Uni Maastricht ist in den Niederlanden, sammelt die einzige Universität außerhalb dem Dachraum, den wir hier explizit vorstellen. Und dementsprechend ist natürlich auch alles auf Englisch in der Uni. Man hat insbesondere viele Personen auch, die zum Beispiel aus NRW rübergehen, weil das sehr, sehr nah auch an der deutschen Grenze ist und man nicht so weit von der eigenen Heimat entfernt ist. Durch das ganze Englischsprachige auch eine relativ internationale Ausrichtung. Es gibt viele, die dann auch gar nicht mehr nach Deutschland zurückkehren, sondern irgendwie im Ausland ihren Master machen und dann sich dort fortentwickeln und so weiter und so fort. Dementsprechend durchaus ein attraktiver Standort, gerade wenn man unbedingt auf Englisch studieren will, hat auch keinen klassischen NC, dementsprechend auch da attraktiv. Und je nachdem natürlich auch, wo man wohnt, muss man auch sich nicht so weit entfernen. Es gibt auch ein paar Nachteile, auf die gehen wir dann auch gleich nochmal ein. Genau. Vom Ablauf vom Studium ist es so ganz klassisch 6 Semester-Regel, Studienzeit. Es ist von den Semesterzeiten so, dass du kannst nur im Sommer ein Praktikum machen, wenn überhaupt. Es ist teilweise auch so, dass du in einer sehr hohen Frequenz verschiedene Klausuren immer hast, auf die du dann lernen musst. Dann kommt wieder das nächste Fach. Da ist es ein bisschen anders aufgebaut als an den typischen deutschen Unis. Und damit ist es eben so, dass die Studierenden vor allem während dem Semester, sprich von September bis in Juni hinein, eigentlich sehr stark in Maastricht auch eingebunden sind, ja. Dann auch in verschiedenen Initiativen etc. eingebunden sind, aber nicht so viel Zeit haben, sich neben der Uni eigentlich um Praktika und so weiter zu kümmern. Das ist das, was wir so ein bisschen oft bemerken. Ja, ganz klassisch ist auch quasi im fünften Semester, also im letzten Jahr, teilweise auch im vierten Semester, kann man dann das Auslandssemester machen, wenn man das machen möchte. Und damit auf jeden Fall ein relativ klassischer Aufbau, außer eben dieser eher hochfrequentere Klausurablauf. Genau, das Auslandssemester kann man sogar ganz am Ende vom Studiengang machen, weil es auch, soweit ich es mitbekommen habe, notentechnisch gar nicht reinfließt. Waren zum Beispiel Leute auch in Stellenbosch bei mir, die dann da letztes Semester absolviert haben und eigentlich gar nichts mehr so richtig machen mussten. Maastricht vom Ruf generell auf jeden Fall sehr gut. Also ist eigentlich allgemein hin bekannt, dass das akademisch auch entsprechend durchaus anspruchsvoll ist, gerade auch in Richtung Strategieberatung sehr gut aufgestellt. Gibt aber auch einige, die dann in andere Richtungen gehen können oder auch wollen. Aber natürlich ist es ein bisschen schwierig teilweise zu vergleichen, weil dann natürlich die Anzahl der deutschen Studierenden wiederum ein bisschen geringer ist, ein bisschen vergleichbar auch mit dem, was wir in St. Gallen gesagt haben, dass hier auch teilweise die deutschen Studierenden eher ein bisschen mehr unter sich sind und teilweise je nach Initiative kann es auch sein, dass nur Deutsche in der Initiative sind. Das ist zum Beispiel bei der studentischen Unternehmensberatung häufiger mal der Fall, dass da praktisch nur Deutsche so wirklich aktiv sind. Und das nimmt natürlich ein bisschen diesen internationalen Flair, aber gerade zum Beispiel die studentische Beratung, aber auch in Richtung Finance gibt es wirklich sehr gute Initiativen, wo sich auch viele entsprechend stark engagieren.
Und das dann auch für sich nutzen, weil sie natürlich halt, wie gesagt, teilweise halt, gehen wir gleich auch nochmal konkreter darauf ein, irgendwie so ein bisschen das Problem haben, dass sie halt nicht so viele Praktika absolvieren können. Wie gesagt, vom Ruf aber sehr gut. Viele machen halt dann Gap Year danach, das ist eigentlich fast der Standard. Und dann arbeiten sie sich relativ stark hoch. Aber es gibt auch einige Leute, auch gerade Leute bei uns im Programm, die es dann schon schaffen, auch da entsprechende Praktika zu absolvieren. Ja, von den Kosten her bezahlst du an der Uni Maastricht, zumindest als Deutscher, Jahresgebühren von etwas über 2.000 Euro. Das wurde wegen Covid ein bisschen runtergesetzt, ist aber wieder erhöht worden auf so 2.200, 2.300 Euro pro Jahr. Das heißt, Ticken teurer als deutsche staatliche Unis, aber schon deutlich günstiger als deutsche Privatunis. Lebenshaltungskosten in Maastricht, ja auch üblich mit einer normalen deutschen Stadt irgendwie wie Köln etc. Also es ist jetzt keine super kleine Stadt, aber jetzt auch nicht vergleichbar irgendwie mit Frankfurt am Main oder so. Es gibt auf jeden Fall ein ausgeprägtes Studentenleben, auch viele WGs auch irgendwie unter deutschen Studierenden oder auch unter internationalen Studierenden. Das heißt, es ist auch natürlich internationale Community dort. Wenn du es drauf anlegst, kannst du natürlich sehr unter den Deutschen bleiben. Wenn du es drauf anlegst, kannst du aber auch sehr internationales Umfeld haben. Das heißt, nach dem Studium in Maastricht wirst du auf jeden Fall sehr gute Englischkenntnisse haben, weil natürlich auch das Studium auf Englisch abläuft. Wenn du in der Freizeit noch mit vielen Internationals abhängst, ist das, denke ich mal, auch nochmal so ein Pluspunkt in Maastricht. Insbesondere Deutsche aus NRW studieren, glaube ich, in Maastricht, weil das halt einfach ja, sehr nah an NRW liegt, teilweise irgendwie, wenn Leute irgendwie in Aachen wohnen oder so, dann, sage ich mal, ist nach Köln fast so weit wie nach Maastricht, dann entscheidet man sich teilweise auch für Maastricht, insbesondere vielleicht, wenn das Abitur nicht ganz so gut war, ne? Genau, also es gibt auch hier einen Bewerbungsprozess praktisch, wo man diverse Dokumente einreichen muss und dann, ja, wird das halt bestimmt, wobei nach unseren Erfahrungswerten ist es jetzt so, dass die Note zwar klar eine Rolle spielt, aber es ist jetzt nicht unbedingt da erforderlich, jetzt ein absolutes Top-Abitur zu haben. Also gegenüber den ganzen deutschen staatlichen, die wir so vorgestellt haben, hat man hier deutlich bessere Chancen, auch mit deutlich schlechteren Noten reinzukommen. Wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, es ist verhältnismäßig schwieriger, regelmäßig Praktika zu machen. Also das bisschen das höchste Gefühl ist eigentlich so ein Praktikum im Jahr, was man hinbekommen kann. Und das bekommen auch ja, dann auch eher die wenigsten, also bei uns im Coaching schaffen das einige Personen, die sind aber dann auch ja, sehr, sehr fit auf sonstigen Ebenen. Das heißt, viele fokussieren sich im Bachelor eher darauf, sich zu engagieren in studentischen Initiativen, machen dann oft praktisch schon per Definition Gap hier, weil sie das dann auch brauchen und machen dann auch auf jeden Fall einen Master. Das heißt, mit dem Weg müsstest du dich bis zum gewissen Grad vielleicht anfreunden, wenn du diesen Weg nicht gehen willst, dann würden wir dir schon auf jeden Fall empfehlen, eher dich nochmal umzuschauen und eher zu einer der anderen Universitäten, die wir hier so vorstellen, zu gehen. Da gibt es eigentlich je nach Bereich, in dem man möchte, auch immer gute Alternativen. Genau, zusammengefasst so ein bisschen, also grundsätzlich ein guter Standort, eine attraktive Alternative, insbesondere wenn du auf jeden Fall auf Englisch studieren möchtest, wenn du ja, da deine Sprachkenntnis irgendwie auch ein bisschen erweitern möchtest, potenziell auch mit einer schlechteren Abiturnote möglich, aber ohne dann halt die gleichen Gebühren zu haben wie privat und insbesondere in NRW, aber dann trotzdem noch so, dass es das Ganze relativ nah ist und du hast auf jeden Fall sehr gute Karrieremöglichkeiten, sehr gute Chancen. Da hat Maastricht auf jeden Fall einen guten Ruf, sowohl in Deutschland als auch international. Genau, wenn du also vorhast, an der Uni Maastricht zu studieren, würden wir dir wirklich empfehlen, und wenn du hohe berufliche Ambitionen hast, dass du da zu uns kommst, dass wir das sauber planen können, das Studium, dass du auch sehr gute Noten schreibst, dass es halt immer mit den Praktika gut läuft, weil du hast nicht so viel Shots, sage ich mal, die du abschießen kannst. Irgendjemand, der an der staatlichen deutschen Uni studiert, der irgendwie zwei Praktika easy im Jahr untergebracht bekommt, der hat vielleicht auch mal mehr eine Möglichkeit, auch mal einen nicht perfekten Bewerbungsprozess zu durchlaufen. Da muss es bei dir schon on point sein. Von dem her ist es dann für dich wirklich sehr, sehr wichtig, dass das sauber abläuft. Von dem her gerne mal bei uns melden. Wir haben, wie gesagt, einige Kandidatinnen und Kandidaten von der Uni Maastricht dabei, insbesondere Bachelor-Leute, aber ich glaube auch ein, zwei Master-Leute. Das heißt, gerne mal bei uns melden. Einfach mal auf pumpkincurse.com gehen. Findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Findest du auch nochmal mehr Infos zu uns, zu unseren Mitarbeitern, zu unseren Coaches, zu unseren Erfolgsstories und. Und bekommst, denke ich mal, relativ schnell ein Bild dafür, dass, wenn du diese Ziele verfolgst, es ganz gut passen könnte. Das heißt, melde dich gerne mal bei uns. Wir freuen uns sehr auf dich. Und genau, dann bis zum nächsten Video.